Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video von Destiny. Ja, ich habe schon vor längerer Zeit, ja, ist jetzt schon, keine Ahnung wie lange her, aber auf jeden Fall habe ich da ja aufgenommen. Die Folgen sind ja auch jetzt schon oben. Und ja, ich habe zwei Folgen schon von Mond aufgenommen, weil wir haben ja in der letzten Folge, die jetzt hochgeladen wurde, die letzte Welt auf der Erde gemacht. Das kann ich mal kurz zeigen. Also hier. Auf der Erde haben wir ja, was waren das? Level 4, Level 5, Level 3, hä? Achso, Level 5 war es noch wahrscheinlich. Also haben wir auch das gemacht, Level 5. Und dann habe ich jetzt schon zwei Level von Mond noch aufgenommen. So, mir ist aber dann noch eingefallen, wir haben den Striker-Einsatz gar nicht vergessen. Gar nicht vergessen, völlig vergessen meine ich natürlich. Und deswegen machen wir den jetzt noch. Ich habe es heute in den Folgen, in den zwei, die ich jetzt schon aufgenommen habe, zwar erzählt, dass ich den nicht machen werde oder was weiß ich, keine Ahnung, weiß nicht mehr, schon länger her. Aber ich mache ihn jetzt auf jeden Fall und deswegen bitte nicht wundern, was dann in den anderen beiden Folgen, die dann so in den nächsten Tagen kommen, ist. So, deswegen machen wir den jetzt einfach mal. So, wir sind ja Level 8 schon längst. Ja, es ist jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen, habe ich ja schon gesagt. Deswegen bin ich schon Level 15. Ich habe aber auch nicht in der Story weitergespielt. Ich habe immer nur im Schmelztiegel hier unten gespielt. Und da gibt es ja eben viel AP. Aber mir fehlt gerade, wir haben was im Turm. Da fliegen wir da mal hin. Und schauen uns das mal an. Eben wo ich es gestartet habe, gab es auch ein Update. Vielleicht gibt es ja neue Sachen, die wir uns holen können. Wäre ganz cool. Das heißt, wir fliegen jetzt erstmal schön zum Turm. Und die Ladezeit ist wieder so ewig. Oh, okay, es geht auch los. Dauert. Zum Glück ist das Gameplay nicht so. Oh, da ist eine Nachricht am Laptop. Nein. Danke. So, finde ich okay. Habe ich wenigstens was zu tun gehabt in der Wartezeit. Okay, was haben wir denn jetzt hier da Post? Ja, ich habe jetzt natürlich auch eine andere Rüstung und so. Und auch eine starke Waffe. Oh, der ist leider hier. Soll mal ansprechen. Was gibt's denn hier? Ein Geschenk. Hüter, vergiss nicht, dass du den Toten auferstanden bist. Pira die Tage der wieder auf Halloween verkehrt. Läuft, kann ich damit machen. Ja, was ist das? Hä, was kann ich mit ihm machen? Hä? Scheinbar Kindern Albträume bereiten. Aber du bereitest dich. Ja, cool. Benutzen. Achso, dann mache ich dann irgendwie One-Hit oder wie? Nö, die hebe ich mir auf. Ich hoffe, die bleiben auch. Oh, der sind 20 Left bei ihm. Selb Shader. Ja, ich kann mal kurz zeigen, was ich jetzt alles habe. Habe ich eben schon gemacht. Also, wir haben jetzt hier im leeren Läufer schon das alles. Ich weiß jetzt nicht, was schon da war beim letzten Mal und was nicht. Deswegen lasse ich einfach so, ich mag das hier sehr gut. Was haben wir hier auf? So von Granaten, Nova-Bombe. Nova-Bombe sucht Ziele, das ist ganz cool. So, hier Training auf das freies Tempo fokussiert, das machen wir dann noch. Training auf das Attribute fokussiert, ja, das gefällt mir nicht, machen wir das dann. Kann man es haben. Erhöht die Reichweite von Aktionsblitzen, so ist der von Vortex. Lalalala. Ja, und hier hätten halt die neuen Granaten. So, dann habe ich hier eine. Galhard D, E, sorry, E, Galhard E, Automatikgewehr, 149er Angriff, kann auf 167 hochgelevelt werden. Ich habe jetzt hier das normale Visier, das Rotpunktvisier hole ich mir noch. Dann habe ich hier noch das Langstreckenvisier, das ist auch ganz cool. Balanceausgleich, das ist jetzt so ein Stabilisator, damit ich nicht so wackel, wenn ich durchdrücke. Hier, das möchte ich mir kaufen, dann brauche ich aber Waffenteile, 16 Stück. Und ja, hier brauche ich auch nochmal 16 Waffenteile, aber die gibt es ja immer, wenn ich mal Gegner besiege.
So, hier drüben habe ich jetzt eine Panzerung mit hier. Ja, also für die Granatenwurfreichweite habe ich schon aktiviert, weil sonst wäre das nicht gelb. Kann ich mal zeigen. Also hier. So, dann haben wir hier den Armschutz. Also das ist jetzt Arm. Das ist jetzt hier alles so durcheinander. Also das meiste ist Rabenstulpe. Und das ist eben. Der Helm ist eben dieses komische andere. So, hat alles noch ganz gute Panzerung eigentlich. Hier natürlich, das habe ich mir auch schon gekauft, ist auch ganz gut. Ja, dann habe ich hier natürlich wieder einen schönen Reif. Da vorne Level 14. Die Kraft liegt durch den Reif. Denkt daran, wofür er steht. Hier drüben haben wir jetzt Raketen. Also ja, hier mal weiter. Schrotflinte. Kein Fokusgewehr mehr. Ja, also Kills mit dieser Waffe gewähren kurzzeitig Bonusschaden, das ist cool. Dann haben wir hier drüben eine Raketenwerfer mit zwei Schuss und hier eine Minigun. Also wenn ich mit dem letzten Projektil jemand töte, verringert es halt die Nachladezeit, aber ist halt so. So, hier unten ist nichts Neues, ist alles noch gleich. Also vielleicht Spanner, das könnte anders sein. Das weiß ich nicht. Aber egal. Noch irgendwas hier? Glaub nicht. Dann gehen wir wieder zum Orbit. Was natürlich jetzt hoffentlich auch schnell geht. Wenn nicht so ewig braucht. Ja. Black Screen, Black Screen, I like the Black Screen. Okay, wir sind da und dann machen wir jetzt mal den Striker-Einsatz auf der Erde. Und dann geht es dann einfach mit den zwei Folgen weiter, die ich dann schon aufgenommen habe. Und dann nehme ich halt dann gleich im Anschluss noch mehr auf. Und so. Dann das heißt, es gibt wieder ein paar mehr Folgen. Yay, in den nächsten Tagen und Wochen und so. Weil ich dann wieder Destiny habe. Und es ist schön. Ist ja schön, wenn man in Halloween keine Schule hat und deswegen aufnehmen kann. Die Höhle der Teufel. Altrussland. Erde. Starten. Suche 3, 2, 1. Also, nur mal kurz als Info. Ein Striker-Einsatz muss man mit drei Spielern spielen, wie es hier jetzt oben links dasteht. Und ja, allein ist das nicht so. Weil das sind, hier auf der Erde, weiß ich, sind zwei Bosskämpfe, weil ich habe das schon mal aufgenommen. Nur genau, wo ich fertig war mit der Aufnahme, hat mein Laptop keinen Strom mehr gehabt, hat sich ausgeschalten und die Aufnahme war futsch. Kann man halt nichts machen. Deswegen halt jetzt nochmal. Mal schauen. Da war ich irgendwie Level. Keine Ahnung. Und ich merke gerade, dass oben rechts, wenn ihr das seht, Kinect an ist. Ich glaube, ich mache mal kurz den Stecker raus. Mal hier rüberrollen. Und den Kinect-Stecker ziehen. So, da habe ich jetzt den Kinect-Stecker kurz rausgemacht. Ich hoffe, man hat jetzt nicht irgendwie was gehört. Weil ich habe hier so einen Rollstuhl, so einen richtigen Schreibtischstuhl. Und bin da halt mal kurz rübergerollt. Ja. Wir haben zwei von drei Leuten, das ist doch schön. Fehlt noch einer. Dann haben wir's. Ich hoffe, es gibt überhaupt jemanden, der das spielen will gerade. Hoffen wir's mal. Ich wollte ja eigentlich generell mit Freunden spielen, die ich kenne. Und dass wir uns dann auch unterhalten und so. Aber ich habe leider nicht so Leute, die das dauerhaft zocken und halt immer mit mir zocken können. Ich spare jetzt auch auf, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, auf was ich sparen soll. Also entweder ein neues Schiff, also Raumschiff, oder eben so einen neuen, wie heißt das nochmal? Keine Ahnung, dieses komische Transportmittel da, mit dem wir halt so rumfahren, fliegen können. Auf der Erde dann. Kann ich halt gleich mal zeigen. Weil das ist jetzt auch nicht das Schnellste. Aber ich glaube, wir haben jetzt nur einen Freund dabei, Wir wenn ich sind mich da jetzt nicht befreit und versehen habe. werden die Gefallenen weiter an unserem Stadtwall scharren. Unter den Ruinen des Kosmodroms, im Schatten eines alten Kolonieschiffs, liegt die Höhle des Hauses der Teufel. Und der hohe Servitor, der ihnen Kraft verleiht. Wir müssen diesen Maschinengott zerstören und ihre Seelen in die Hölle schicken. Cool. Ja, sorry, dass ich jetzt den Anfang gerade übersprochen habe, leider. Ja, ich wusste nicht mehr, dass da was kommt. Ich habe gedacht, das kommt immer nur beim ersten Mal und wenn ich es dann einmal gespielt habe, kommt es nicht mehr. Da habe ich mich wohl getäuscht, weil bei den normalen Story-Level ist das so, aber bei Strike wohl nicht. Egal. Wir sind jetzt hier, haben nur einen Kollege dabei. Unser schönes Visier hier. Ich würde sagen. Naja. Die Waffe hat immer noch einen scheiß Rückstoß, aber. So. Sorge, das down. Ich muss erstmal wieder reinfinden. Ich habe schon übelst lange nicht mehr gezockt.
Deswegen, es kann auch sein, dass das Spiel jetzt ein bisschen zu laut ist. Ich hoffe nicht. Ich habe es eigentlich ganz gut eingestellt. Dann muss ich das dann nochmal nachbearbeiten. Was nicht so schön ist. Weil ich nehme ja alles in einer Audiospur auf. Und das ist dann halt scheiß lange Gedudel. So, ich zeige jetzt mal kurz das Ding. Also hier das Transportmittel rufen und hier das. Lel. Okay, also ein Sparrow ist das. Ja, ob ich den vielleicht noch upgraden soll oder eben das Raumschiff. So als ungefähr Preisstand ist das hier ungefähr 5000. Und Scheiße. Also hier so ein Sparrow ungefähr 5000 und die Raumschiffe ungefähr 20.000 so in der Dreh. Oh, es geht ja. Ach stimmt ja, die spawnen ja immer wieder. Oh, es geht ja. Hier war doch gerade jemand da. Also wieder reinkommen, der Steuerung. So. Ja, nachladen. Ja, also. Das ist gerade da. Down. Okay, down ist er. Ich bin aber gleich auch down. Deswegen rennen wir mal kurz hier rein. Wir gehen nach eben hier. Woge. Ich habe noch einen Kill. Hier haben wir hier hoch und das noch einer. Und da sind noch mehr. Down. Oh, wir sind jetzt doch zu dritt. Das ist nicht schön. Hier war doch einer. Da. Boah, voll die Welt entfernen. Super bereit. Nicht schön. Okay, wir haben einen Jäger dabei. Das ist denn er hier. Und ein Titan. Ist doch ganz cool. Haben wir von allem was dabei. Kämpft diese Höhle der Teufel vor. In die Höhle der Teufel vor. Okay. Super ist bereit. Granaten nicht ganz low einfach. Cheat. Wieder ein Stieg eingeschränkt. Hoffentlich kommen die nicht ins Kreuzfeuer. Müssen wir mal hoffen, dass das ist nicht passiert. So, den down. Den down. So, ein paar down gehauen. So, haben wir doch wieder ein paar. Wer ist bis jetzt der Beste? Das wird hier gar nicht angezeigt. Hey. Es ist ja kein Multiplayer. Ach doch, ist klar Multiplayer, aber kein Gegner. Gedünnt. Egal, laufen wir hier lang und hier sind auf jeden Fall jetzt so ein kleines Deathmatch sozusagen schon. Aber ohne richtigen Boss. Einfach nur sozusagen mit Bam, Grenade und eben so ein Scheiß. Und ich bin gleich down. Und zwar genau jetzt. Ja. So viel dazu. Level 8 Captain aus der Teufel, ja. Theoretisch ist das halt nicht schwer, aber Los Junge, hilf mir. Lauf. Danke. Scheiße, ey. Was ist das für ein Cheater? Ich werde jetzt nicht mein Spawn finden, ist einfach in der Luft. Ja, es wird nicht gut. Danke fürs Wiederbeleben, Titan. So. Mal kurz. Ne, nachladen geht ja nicht. Hier muss ich nachladen. Ne, hä? Ah, Wiederbeleben ist gleich auch nachgeladen. Ziemlich komplex. Das wird dauern. Okay. Ah, da hätten sie wieder welche. Ich bin mit der Schrufe noch nicht so der Babo, deswegen bitte entschuldigt, wenn ich mal nicht treffe. Ich bin halt da nicht so der
Okay, mit dem bin ich auch nicht so gut, aber. Lol, hey, hier sind welche? Ne, da war jemand. So, der ist jetzt down. Der ist down. Da sind auch wieder welche down. Und ich habe was gekriegt oben rechts. Mal schauen, was es wird. Ja, cool. Gitterebene deaktiviert, nur von 3. Hier kommt jetzt, glaube ich, eine Hexe oder die ganzen kleinen Robos. Was scheiße sind. Die Gefallenen werden schlauer. Das ganze System scheint verbunden mit... Ich beeile mich. Okay, was ist denn hier hinten eigentlich? Ich habe ein Secret. Hä, hey, was ist hier hinten? Hier war ich noch nie. Ernsthaft, hier war ich noch nie. Ja, was ist hier? Kann man hier irgendwie... Hä, was ist hier? Kann man hier irgendwie was finden, was cool ist? Hey, ernsthaft, hier ist ein Gang um eins nicht. Oh. Danke, Game. Ja, und dann nicht mehr herbeirufen können von Fahrzeug. Sicher. Ernsthaft. Boah. Gitterebene deaktiviert, nur von 1 und 3. Super, bist du wieder bereit. Hier draußen hört sich an, als ob hier ein bisschen gefightet wird. Haben wir gut, 30 Muni. Ich habe es, okay. Aber nur zur Sicherheit. Die Gefallenen und die Schar sind unterwegs. Ja, das hätte ich mir denken können, irgendwie. Und da ist wieder einer down. Wow, ein Unsichtbarer. Cheatface. Okay, dem generated. Ich habe hier was gekriegt, habe ich gerade gesehen. Das war ein Helm. Ah, okay. Vielleicht hat gleich alles. Wenn wir den Kampf mal hier erfolgreich beendet haben. Boah, treffe ich überhaupt noch? Okay. Wow. So, down. Was geht hier ab? Hier ist noch so eine Kugel. Oh. Wow. Okay, haben wir. Okay, jetzt sind da wieder die kleinen Robots. Okay. Boah, ein bisschen nervig sind die schon. Aber nur ein kleines bisschen. Ich bin gleich auf dem Fall direkt. Und wieder unsichtbarer. Da ist noch einer. Und da haben wir sie da. Hi. Weiter. Da ist einer. Den haben wir nicht, den ist okay. Sie haben Munition voll. Wenn ich jetzt ganz egal. Sperre geöffnet. Wir können das. Sorry. Ja, also wir haben jetzt kurz den Kampf geschafft und sind jetzt hier und ich habe mich kurz ausgerüstet. Wir haben jetzt hier einen neuen Helm mit einer coolen Spitze drauf und dann war's das. Hä? Lol, ich war einfach zu weit hinten. Die Höhle ist da vorne unter dem Kolonieschiff. Gleich bei diesen ganzen Teufeln.
Ja, auf jeden Fall die meisten Kills habe ich gerade gesehen. Los, komm, den will ich noch kriegen. Okay, der ist down. Sieht jetzt damit aus, habe ich Muni gut. Boom. Und boom. Und boom. So. Haben wir da jetzt mal ein bisschen drauf gezogen. Okay. Also der beste Camper-Post ist eigentlich hier, weil du kannst dich hier hinstellen. Jetzt aber die ganze Zeit drauf ziehen. So, weiter drauf ziehen. Und ich bin da. Ja, es schießt manchmal genau wirklich rein und das ist dumm. Sag ich jetzt einfach mal. Hoffen wir doch mal, dass wir wiederbelebt werden. Oder dass wir einfach... der ist da und was der andere? Ach, da vorne. Läuft bei ihm. Dann mag ich mich selber wiederbeleben. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ja, wieder ein Stück. Hier bin ich hier. Ich denke gerade, sowas geht ab und dann auf einmal haben wir alles weg. Okay, egal. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh mein Gott. Und er ist down. Los, draufziehen. Okay, weiter geht's. Das müssen wir jetzt ein paar Mal machen. Eigentlich müssen fast alle Beine dann down sein. Wie kann das sein? Und da hat er daneben geschossen. Okay, das Bein bringt jetzt nicht mehr so viel, deswegen nehmen wir jetzt ein anderes Bein. Ich würde sagen, das zweite, das hat auch schon viel gekriegt. Wenn wir nah rangehen, dann zielt er dann auf uns. Oh, ich nehme seine MG. Okay, dann nehmen wir dieses Bein. Also rein. Okay. Oh mein Gott. Ja, er hat reingeschossen. Oh, was macht der denn? Oh, scheiße. Oh. Ja, das heißt jetzt hier nicht. So, jetzt ist nochmal Kopf und der ist wieder da. Ja, so viel dazu. Wow. Weg! Nein! Oh mein Gott. Okay. Hello, der ist wieder down. Läuft bei dem. Wie einfach schon wieder down ist. Oh, der hat ja. Oh, der ist down. Nee, nee, ich war da fast. Oh, wir sind fast down. Oh, wo werden wir denn beballert?
Und er ist down. Lol, wir wurden wegge... Ernsthaft? Dieses Ding hat uns gekillt einfach. Was war das denn? Okay. Schöner Tod. Der gefällt mir. Und schön ist der, in der Aufnahme ist. So. Nein, sie wird nicht getötet. Ja, boom. Keks. So, das war jetzt aber nur der erste von zwei Bossen. Oh, das war was Böses. So, hier sind noch Gegner. Junge. Nein. So. Haben wir das. Da oben ist ja immer noch der. So, da unten ist er. Holen wir kurz die Muni. Und wir haben unseren Super. Der wird uns aber, glaube ich, hier nicht viel helfen. Vielleicht treffe ich ja genau. Wäre cool. Weil dieser Boss ist jetzt ein bisschen beweglicher als der, den wir gerade hatten. Aber egal, wir rennen einfach mal jetzt hin. Die das anderen kämpfen also sich schon. Ah, okay, jetzt geht's los. Nein, tot. So, das Ding da, das da, das ist unser Gegner. Und das hat sich gleich um den aufgeladen, sobald wir alle getötet haben. Müsste so sein, ungefähr. So. In der Drehe. Ja, dann ist es fertig. Oh, jetzt habe ich drauf geschossen und jetzt geht's ab. Und das ist dieser Premius und der ist einfach stark. Und ich habe daneben getroffen. Das ist nämlich das Schwere, was dann passiert. Nein, man trifft kaum. Dieses Ding. Aber dafür, dass sie nicht so ewig viel leben wie das andere. Okay, obwohl das auch recht schnell geht. Man muss eigentlich nur auf diesen lila, auf diesen Mittelpunkt da schießen. Also was im Mittel des Lila nehmen. Was hätte ich am meisten Schaden? Meine Rüstung ist jetzt schon eigentlich so gut, dass ich mich auch direkt davor stellen kann. Wenn eigentlich ein paar Schüsse aushalt, wie man jetzt sieht, aber nicht alles. Und die anderen Gegner sind dann auch dumm. Und da kommt nicht. Hallo, dann kommen die mal. Der andere kämpft ja mit, aber... Hey. So. Er hatte Spezialmoni. Nein. Danke. Oh mein Gott. Boom. Oh, wir haben halt... Nee, hab ich noch nicht. Nee, das haben wir getroffen. Ein Critical Hit wäre ja noch besser gewesen, aber das geht schwer. Granate. Der einfach wegfliegt. Oh. Noch einer. An der Sorte. Oh, Scheiße. Was? Down. Das Ding portet sich manchmal, aber jetzt hat es halt nicht so gemacht. Es portet sich manchmal genau vor uns und das ist dumm. Und wieder Spezialmoni. Wie viele Schuss haben wir jetzt? 3. Und der killt uns wahrscheinlich oder auch nicht. Ja, wo ist das Ding jetzt hin? Okay, da ist es. Ja, so schön. Was ist jetzt hingeportet? Da. Bam. Und mehr haben wir nicht. So, die Schrotflinte ist ja nicht ganz schlecht, deswegen gleich mit dem automatischen Ding. Dünse. So, dann werde ich drauf. Also man sieht ja, es hat ohne ein bisschen Leben ist halt ein Boss. Deswegen da das auch schon ein bisschen. Aber ich bin nicht gestorben. Oder? Nee, noch nicht. Hier bin ich noch nicht gestorben, beim anderen nicht. Haben wir gestorben. Zumindest portet sich auch manchmal genau hier zu uns. Ich habe es schon mal geschafft, das Ding allein zu besiegen. Das war aber richtig schwer. Und da war ich auch Level 4 oder so. Das war in der Beta. War noch in der Beta-Zeit. Ich hab's geschafft. Boom. Down. So, wenn es mal wieder hier ist, so ist es mit dem Super zu treffen. Und das ein bisschen Schaden macht. So, das ist auch so ein Ding.
Noch eins. Oh mein Gott. Mach mal das dahin. Ich müsste auch ganz gut gehen. Okay, ich bin jetzt mit ein paar mehr KD. Muni aufsammeln, danke. Oh, da hinten hat jemand seinen Spezialangriff hingemacht. Blub. Haben wir es auch gesammelt und wir haben eine Rüstung und das noch mehr. Muni. Wo ist es denn? Boah. Da ist es. In der Kanade zu treffen ist auch recht schwer. Aber man kann es ja auch mal probieren dann. Oh, wir haben es besiegt. Yeah. Tja, da haben sie genau das richtige Team geschickt. Genau, finde ich auch. Sepix Primus warf einen großen Schatten auf unsere Stadt. Mit seiner Zerstörung werden die Gefallenen schwächer. Doch wir müssen wachsam bleiben. Die Gefallenen sind schlau und sie werden überleben. Das tun sie immer. Wir haben eine Waffe. Finde ich schön. Aber wir warten erst noch, als wir es geschafft haben. So wie jetzt. Ja, wir haben es geschafft. Und auch viel schneller als beim letzten Mal. Das war jetzt, glaube ich, 30 Minuten. Ungefähr. Wer die meisten Kills? Yeah. Oh nee, ich war einmal zu wenig Assistent. Aber das sind meine Fans. Jetzt sind meine Fans. Und das sind meine Waffen, die ich gekriegt habe. Und die haben auch Sachen gekriegt. Das ist nämlich auch cool. Bei Bosskämpfen und Sachen kriegt man immer richtig schöne Waffen. Dann machen wir doch mal fortsetzen. Ja. Ich habe natürlich mit 105 Kills alle kalt gemacht. Der eine hatte 85 und der andere gerade mal irgendwas bei 50. Ich glaube 58. Aber egal, wir haben siegt. Ja. Der ist natürlich recht gut. Ja, ist halt für Level 6. Soll ich mal eigentlich wegpacken, weil die braucht keiner. Das ist schlecht. Hier habe ich nichts. Hier habe ich was Neues. Ja, brauchen wir auch nicht. Der ist auch schlecht. Den hier nehmen wir damit 16 und machen wir den weg. Wir haben neue Sachen gekriegt hier drüben. Ja. Die ist jetzt nicht so gut. Was ist denn das? Fusionsgewehr, okay. Okay, was ist denn? Oh mein Gott. Automatikgewehr. Das sieht zwar richtig cool aus, aber man sieht ja. Außerdem ist das ein seltenes. Also weg. Es ist ungewöhnlich, aber das ist mir trotzdem nicht fein. Kann das überhaupt ein Visier? Und die andere? Ah, die kann sogar noch... Oh, lol. Wie sieht die denn aus? Ha, lol. Ja, die hat kein Visier, das finde ich dumm. Ich weiß nicht. Egal. Gehen wir nochmal kurz zum Turm und schauen, was wir jetzt vielleicht neu haben. Oh, was ist das? Gefecht kommen. Ach so, das sind diese Bonus-Dinger immer. Kann man die direkt auswählen. Das ist auch cool. Ja, dann gehen wir da jetzt mal hin und schauen uns das mal alles an. Was da jetzt abgeht. Vielleicht gibt es ja eine schöne Waffe, die wir uns kaufen können. Und dann sind wir halt happy. Ja. Und wenn wir dann fertig sind, werde ich das Video direkt rendern. Und heute noch hochladen, weil heute ist Freitag. Wir haben es um 12 und schön. Ist halt so. Ich werde euch jetzt wieder öfters Video bringen. Ging nur leider nicht. Hat ein bisschen keine Zeit. Ist mein Controller runtergefallen. Aber nichts passiert.
ein bisschen das Ladekabel abgerutscht, aber das machen wir kurz wieder dran und dann hält das wieder. Passt. So, letzte Stadt Erde, Turm Piazza. So, ab zum Waffenhändler. Yay. So, moin. Ja, ich guck auch mal. So, was haben wir hier? Oh mein Gott, ist schlecht. Oh mein Gott. OMG. 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 Okay, die ist nett. Schon mal die quer. Und OMG. Ja, was haben wir hier unten? Diese Spezialdinger-Packs und so. Gedönse. Laufen wir zu ihm hier. Hi. So, was haben wir denn hier? Hier können wir das hier holen. Später. Schwere Waffe. Spezialwaffe ist ungewöhnlich. Weiß nicht. Ein Gentleman. Egal, dann... Ja, werde ich dann diese Folge jetzt auch hier beenden. Wir sehen uns dann in der nächsten... in den nächsten zwei Folgen noch in der Vergangenheit und bei der... Naja, das war jetzt, das ist jetzt die 7. Folge. Da kommt die 8., 9., also bei der 10. Folge sind wir dann nach dieser Folge sozusagen. Also das ist die 9. und die anderen beiden, die jetzt die 8. und 9. müsst ihr vorziehen. Also von Aufnahmedatum her, aber von der Zeit, ja, ist ja Datum, also aber vom Kapitel her nicht. Ist egal. Lassen wir jetzt einfach so und ja, dann ciao halt.